Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge, beziehungsweise der Folge Nummer 4, Tampere nach Hamar, kurz vor Oslo. Das ist der neue Teil von der Strecke, neuer Teil von der Strecke auf der Promot-Map. So, frisch ausgeschlafen, ausgeruht, kannst jetzt wieder weitergehen. Lass uns den letzten Teil, die letzten 400 Kilometer, in Angriff nehmen. Aktuelle Ruhepause wurde in Trondheim eingelegt. In Trondheim eingelegt und jetzt von Trondheim geht es dann Richtung Ziel. Der letzte Teil der Etappe, 400 Kilometer lang. Ich wollte zwar die größte Chance noch besuchen, die Skisprungschanze in Trondheim. Leider hat die Zeit nicht mehr gereicht, ich war gestern zu müde, eingeschlafen, ging es nicht mehr weiter. Und heute, Zeitplan ist gedrängt, das heißt, nachdem wir die Tour abgeliefert werden, werden wir sicher wieder neue annehmen, weil wir wissen ja, wir sollen Geld verdienen und nicht auf der Plauschfahrt sein. Wir wollen ja eines Tages eigenen LKW, eigene Garage besitzen. Und aktuell fährt man das, was man halt zur Verfügung hat. Wie ist das schön, wenn man eine Geschwindigkeit bekommt und dann fährt man einen auf den Weg. Oh, apropos, es ist E60. Dass die ganzen Schleicher auch in meine Richtung fahren müssen, das ist ja nicht so schön. Zwei Reisebusse mit Touristen von... Oh, Madonna. Habe ich mal verwechselt. Moment, Trondheim weiß ich, dass die Dings. Ich habe gemeint, dass die Trondheim auch die Skisprungschanze ist.
Ich weiß, dass dort Dings Nordic Center ist, Biathlon und so weiter und so fort, aber Skisprungschanze ist auch dort. Korrigiert mich, falls dass ich falsch liegen sollte. Wie schaut es mit unserem Verbrauch aus eigentlich? Ui. Fast 40 Liter. Stau, was ist jetzt passiert? Ah, es geht langsam voran. Oh nein, Bus und LKW haben sich. Bus und LKW haben sich verkracht. Ich wusste, dass das mit den Touristen hier auf der Strecke nicht gut rauskommt. Ich wusste, dass das auf der Strecke nicht gut rauskommt. Das würde jetzt mega Stau geben. Und wieder Verzögerung in unserer Fahrt. So, wir können unsere Fahrt fortsetzen. Pannendienst hat uns geholfen. Die Fracht muss an Ort. Es ist eine Einlieferung. Die Stahlseile könnten kaputt gehen, rosten und so weiter und so fort. Darum ist es ja auch wichtig, dass wir termingerecht am Zielort ankommen. Aber wahnsinnig viel Verkehr um die Uhrzeit hier in der Gegend. Und auch um die Uhrzeit guckt er das an. Sogar noch ein Drescher auf dem Feld zieht seine letzten Bahnen. Trotz der späten Stunde. So wie es ausschaut, muss auch die Ernte eingefahren werden. Die Jungs haben ein Problem. Kann sein, dass es Regen angesagt ist. Also
dann ist da gar nichts, einfach Augen zu und durch. Auch für die örtlichen Bauernbetriebe hier. Und ich probiere selber da mit nicht viel, allzu viel Gas geben und Motorgeräuschen die Bevölkerung zu wecken, weil wir wissen ja, wie das ist, wenn man an der Straße wohnt und die ganzen LKWs vorbeidonnern und viel Verkehr ist, dann kann man auch nicht ruhig schlafen. Darum probiert man ein bisschen Rücksicht auf die Bevölkerung, Bewohner zu nehmen und man schaltet ein bisschen eher. Und ich hoffe, dass der Berufskollege da vorne mal Gaspedal findet. Ist das der Jens da vorne? 30 Kilometer, 40 Kilometer pro Stunde in der 70er Zone, das könnte gut möglich sein. Hey Jens, hallo. Jens, beweg dich. Siehst du, und jetzt geht er wieder Vollgas. Donbass. Und ich werde langsam müde. So. Ui.
Gott sei Dank biegt es ab. Braver Jens. Gut gemacht. Dankeschön. Zu schnell, habe ich gar nicht gemerkt. Siehst du? Dafür konnte ich die Grünwelle mitnehmen. Hat alle seine Vor- und Nachteile. Manchmal muss man Berufsrisiko eingehen und ein bisschen schneller unterwegs sein. Solange, dass man nicht die anderen gefährdet, geht alles. Alles klar. Ich habe wieder Stempelplatz ausgeht. Also, der folgende Let's Play verzögert sich um ganze 2 Stunden. Das hat's mit einparken, ne? Gut. Es hat abgenommen. Mehr brauchen wir. Sehen wir das Resultat ab. Jo, geübter Arbeiter. Gut, und jetzt nehmen wir eine neue Fracht an. Schnelle Fracht, Level 10, 152.000, das freut uns.
Das wird dann nachher definitiv was wieder Richtung besseren LKW gehen. Aus Hamar hätten wir nur zwei Frachten, entweder nach Island oder nach Polen. Block ist ja neue Stadt in Polen. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt vorläufig mal hier. Metallschrott. Flugzeug greifen. Gehen wir nach Island. Nehmen wir den Dings und gehen wir nach Island. Auftrag annehmen. So, das wird die nächste Tour denn sein. Wie gesagt, ich sage schon mal Dankeschön für alles. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bye bye. Tschüss.